Hier geht es weiter mit deiner zweiten Übung. Das ist eine Kombinationsübung zum einen für deine Beine, indem du nämlich gleich Kniebeugen machst, für deinen Rücken, indem du gleich ruderst und für deine Schultern, weil du gleich den Stein hier auch nach oben bewegst. Was mir dabei wichtig ist, dass du dir einen Stein aussuchst vom Gewicht her, der auf dich optimal passt. Und optimal ist genau das Gewicht, was dir nicht auf den Kopf fällt, weil du gleich schon den Stein auch über den Kopf bewegen solltest. Damit du erstmal ein Gefühl dafür bekommst, wäre es mir für den Anfang wichtig, dass du den Stein vor deinen Körper hebst und nicht über deinen Körper. Das hat einen reinen Sicherheitsaspekt, denn wenn dir der auf den Kopf fällt, tut das weh. Und das ist nicht Teil der Übung, okay? Also, du startest aus folgender Position. Du nimmst den Stein nach oben, ruderst den Stein zum Bauch, kommst in die Position, setzt einmal um und führst den Stein nach oben, wieder runter, nach unten, ranrudern, umsetzen und nach oben. Wichtig dabei, dass du den Körper bei der Bewegung nach oben in die Streckung bringst. Die Kniebeugen gehen tief nach unten. Knie sind hinter den Fußspitzen. Heranrudern, aufrichten, umsetzen, nach oben drücken. Sekunden Belastung pro Durchgang, das heißt 4 Durchgänge und dann 10 Sekunden Pause. Das heißt 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, 4 Mal.